Ja, wir wollen jetzt die Cramersche Regel auf das lineare Gleichungssystem 3x1 plus 2x2 minus x3 gleich 7 minus x1 plus 4x2 minus 2x3 gleich 0 und minus 5x1 plus 6x2 plus 7x3 gleich 3 anwenden. Also die Vektoren a, b und c, und a ist 3 minus 1 minus 5, b ist 2, 4, 6 und c ist minus 1 minus 2 plus 7, der Vektor d ist 7, 0, 3. Und das erste Spatprodukt, was wir immer brauchen bei der Cramer-Regel, ist das, was im Nenner steht, das a kreuz b mal c. Das ist sowieso das wichtigste Spatprodukt von denen hier überhaupt, weil es nämlich eine Aussage macht und die überlegen wir uns nachher nochmal. Also rechnen wir a kreuz b mal c und das ist 3 minus 1 minus 5 kreuz 2, 4, 6 mal minus 1 minus 2, 7. So, jetzt brauchen wir dieses Vektorprodukt. Also ich mache das nochmal, Sie kontrollieren mich. Das mal dem minus das mal dem nach unten. Das ist also 12 minus 12 plus 2. Dann das mal dem minus das mal dem nach oben. Minus 6 plus 20 nach oben. Und das mal dem minus das mal dem in die Mitte. Das ist minus 10 minus 18. Und das Skalar multipliziert mit minus 1, minus 2, 7. Und das ergibt dann den Vektor 14 minus 28. 14 mal minus 1, minus 2, 7. Und das gibt minus 14 plus 2 mal 28 ist 56. Und dann plus 7 mal 14. So, und was haben Sie dann da für einen Wert raus? Ja? 140. Und diese 140, die brauchen wir jetzt ständig. Diese 140 steht sowohl beim x1 als auch beim x2 als auch beim x3 im Nenner. Das war das erste Spatprodukt, was wir haben. Das nächste Spatprodukt ist b kreuz b mal c, was wir brauchen. Dann brauchen wir a kreuz d mal c. Und wir brauchen A kreuz B mal D. Wir rechnen jetzt ein paar Spatprodukte, das mal dem minus das mal dem nach unten, das gibt glaube ich 28, das mal dem minus das mal dem nach oben, die minus 12, das mal dem minus das mal dem in die Mitte, das ist 6 minus 42 und das ist minus 36. Bitte kontrollieren Sie, ob ich nicht daneben liege. So, und jetzt machen wir dieses Skalarprodukt und da kriegen wir raus 12 plus 36 plus 7 mal 28. Und was kommt da raus? 36 mal die... Also, da haben Sie natürlich recht, warum ich da auch immer so komische Dinge gerechnet habe. Also plus 72. Vielen Dank. So, und was kriegen Sie? 280. So, und das heißt, damit können wir x1 schon angeben. x1 ist also 280 dividiert durch... Das, was wir hier rausgekriegt haben, 140 und das ist 2. Na, wer hätte es gedacht, wenn ich ein LGS aufstelle, sind die Lösungen natürlich, natürlich. Gut, die zweite, da rechne ich jetzt wieder das Vektorprodukt. Das mal dem minus das mal dem nach unten, das mal dem minus das mal dem nach oben und das mal dem in die Mitte. Minus 35 minus 9 ist minus 44. Schauen Sie mal, ob das stimmt. Passt's? Wie schön. Und dann kriege ich raus hier 3 plus 88 plus 49. Und was kommt da raus?
Also ist das hier 140 durch 140, also 1. So, jetzt kommen wir zum x3. Da machen wir wieder Vektorprodukt. Das mal dem minus das mal dem nach unten. Das ist 12 weniger 2, das ist 10. Das mal dem minus das mal dem nach oben. Minus 6 plus 20 ist 14. Das mal dem minus das mal dem in die Mitte. Minus 10 minus 18 ist minus 28. Und das Skalar multiplizieren wir jetzt mit 703. Und dann bekommen wir 7 mal 14 plus 30. Die 10 ist bei Ihnen eine 14, dann mache ich das mal rein. Das untere ist das mal dem, da haben Sie recht, ja, da kommt die 14. Ich mache das mal rein, vielen Dank. Also haben wir hier 7 mal 14 plus 3 mal 14. Und das gibt dann 10 mal 14, also 140. Und damit ist das 140 durch 140, also 1. Jetzt rechnen wir das einfach mal durch. Also das heißt, ich habe hier die 2. Die 2 setze ich hier ein. Dann habe ich eine 1 und eine 1. 6 plus 2 ist 8, minus 1 ist 7. Stimmt. Hier die 2 minus 2, minus 2 plus 4 ist 2. 2 minus 2 ist 0. Stimmt auch. Und dann hier die 2 minus 10, minus 10 plus 6 ist minus 4, minus 4 plus 7 ist 3, stimmt auch. Also das heißt, ich habe das LGS gelöst, ohne eine einzige elementare Zeilenumformung zu machen, ohne überhaupt eine Addition zweier Zeilen, eine Null zu produzieren. Ich habe es einfach so gelöst. Und wie gesagt, das hier, was wir haben, ist noch aussagekräftiger, als Sie das ohnehin schon jetzt sehen. Und das werden wir jetzt bei der nächsten Aufgabe sehen. Also wie gesagt, unter anderem werden wir da über diese 140, die wir hier rausgekriegt haben, da werden wir dann genauer sprechen. Und dazu, oder gibt es da noch Fragen dazu?